In der Natur wohnen und die Großstadt um die Ecke. Dieser Traum kann für Sie Wirklichkeit werden. Willkommen im Nordosten Berlins. Willkommen im Waldhausquartier. Das Waldhausquartier liegt in Buch, einem Ortsteil des Bezirks Pankow. Umringt von einem Park aus Erlen und Buchen entstehen Wohnungen, möblierte Apartments und Gewerbeflächen in einem ehemaligen Sanatorium. Dieses Bauwerk ist das Waldhaus Buch. Es verleiht dem Quartier seinen Namen und dem Ensemble ein außergewöhnliches Flair. So wie im Waldhausquartier harmonieren Geschichte und Zukunft, Natur und Großstadt auch in der Umgebung. In unmittelbarer Nähe liegen weitere historische Kliniken. Sie wurden bereits zum Wohnen umgebaut. Einen Waldspaziergang entfernt breitet sich der Schlosspark aus, der mit seinen Brücken, Wasserläufen und majestätischen Bäumen an den Spreewald erinnert. Gleich daneben bringt sie die S-Bahn direkt nach Berlin-Mitte. Mitten durch den Schlosspark fließt die Panke. Hier stoßen sie auf einen Radweg, der ins Landschaftsschutzgebiet Karower Teiche führt. Und südlich vom Waldhausquartier geht der Ortskern in den Campus Berlin-Buch über. Dieser Campus trägt dazu bei, dass Berlin weltweit als ein Zentrum der Biomedizin und Biotechnologie gilt. Bestens vernetzt forschen, lehren und pflegen hier mehr als 6.500 Menschen in international renommierten Instituten und Spezialkliniken. Allein im Biotech-Park arbeiten 75 Unternehmen an der Medizin von morgen. Angesichts dieser Nachbarschaft ist es kein Wunder, dass Fachkräfte gerne nach Pankow ziehen. In Berlins bevölkerungsreichstem Bezirk leben heute 420.000 Menschen, Tendenz steigend. Ein perfekter Zeitpunkt, das Waldhaus Buch aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. Dornröschenschlaf? Werfen wir einen Blick in die Geschichte. In Buch entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrere Kliniken und Heime inmitten erholsamer Natur. Diese Heilanstalten boten Platz für mehr als 5.000 Patienten, die größte Krankenhausstadt in Europa. Ihr Mittelpunkt war das Waldhaus Buch, ein Sanatorium für Lungenpatienten, das 1905 eröffnet wurde. Im Krieg wurde es zum Lazarett und in der DDR zur Klinik für Orthopädie. Anfang der 1990er Jahre war Schluss. Seitdem steht das prachtvolle Bauwerk leer und wartet auf seine Wiedererweckung. Jetzt wird das Waldhaus denkmalgerecht saniert und auf den Einzug von Firmen oder wissenschaftlichen Institutionen vorbereitet. Auch das Pförtnerhaus sowie die Liegehalle des ehemaligen Sanatoriums werden in Abstimmung mit der Denkmalpflege restauriert. Inmitten dieses historischen Ensembles können Sie leben. Denn gleich hinterm Waldhaus entsteht neuer Wohnraum. Dafür musste kein Wald weichen, sondern lediglich ein Plattenbau. Diese Neubauten fügen sich respektvoll in die Umgebung ein. Die Fassaden bestehen aus Klinkerstein und die Gebäude bleiben niedriger als das denkmalgeschützte Waldhaus. Auf bis zu 5 Etagen entstehen 108 moderne Wohnungen. Zur Ausstattung gehören Parkett, eine Einbauküche und Holzfenster mit Dreifachverglasung. Fast alle Wohnungen verfügen darüber hinaus über Balkon oder Terrasse. Denn wo, wenn nicht hier, lohnt sich der Blick ins Freie. Der Park ringsum gehört zu einem Gartendenkmal, das nach historischem Vorbild weitestgehend wiederhergestellt wird. Außer Wohnungen wird es im Quartier 87 Apartments geben, vollständig möbliert und fertig zum Einziehen. Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die für ein oder zwei Jahre auf dem Hightech-Campus arbeiten. Denn so wie überall in Berlin nimmt auch in Buch der Bedarf an Wohnraum auf Zeit ständig zu. Modernes, komfortables Wohnen in einem Gartendenkmal. Ein solches Vorhaben braucht Erfahrung und Verantwortungsgefühl. Beides bringen die Initiatoren Dirk Germandi und Steffen Goldmann mit. Sowohl bei der denkmalgerechten Sanierung als auch im Neubau bilden die beiden seit Jahren ein eingespieltes Team. Im Waldhausquartier zeigt sich das unter anderem durch die zertifiziert nachhaltige Bauweise. Alle Wohngebäude werden nach Effizienzhaus 40 Standard errichtet und sollen die Vorgaben des Qualitätssiegels nachhaltiges Gebäude erfüllen, des derzeit höchsten Standards im Klimaschutz. So wird die Energie im Waldhausquartier auch aus Photovoltaikanlagen und Luftwärmepumpen gewonnen. Für Fahrzeuge steht eine Tiefgarage bereit. 114 Stellplätze sind für Elektromobilität vorgerüstet. Kinder bekommen einen Spielplatz mit Spielgeräten aus Holz. Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft und sichern Sie sich Ihre Immobilie.
werden Sie Teil einer einzigartigen Gemeinschaft, die das Leben im Grünen mit der Nähe zur pulsierenden Metropole verbindet. Wir freuen uns auf Sie.